Guten Tag. Ich war schon vor lange nicht mehr hier online und das tut mir auch irgendwie richtig leid, weil echt, ich habe mich 2 Monate überhaupt nicht bei euch gemeldet. Es war nichts Schlimmes, das haben so viele nachgefragt. Ich hätte mich wirklich mal vielleicht zwischendurch melden sollen und ich schäme mich auch ein bisschen, dass ich es das nicht gemacht habe. Ich weiß, ich bin keinem etwas schuldig, aber das hätte ich vielleicht dann. Ich weiß, es sind viele nicht auf Instagram unterwegs, da war ich ganz normal eigentlich online. Aber irgendwie war der Trott drin. Wir hatten erst Sommerferien, haben mit den Kindern die Sommerferien genossen, sind die ganze Zeit in Badeklamotten rumgelaufen und haben das genossen, dass wir einen kleinen Pool hatten, den der Dennis jetzt schon abgebaut hat. Ich konnte euch noch nicht mal zeigen, weil der Alltagstrott drin war, wie das alles aussah, wie wunderschön das geworden ist, weil Dennis das ja jetzt wieder abgebaut hat. Aber ich werde in dem nächsten Vlog, werde ich euch das einblenden, wie der Dennis das gemacht hat und im nächsten Jahr, im Frühjahr, nehme ich euch komplett mit, erkläre das nochmal Schritt für Schritt, wie wir das gemacht haben, also wie Dennis das gemacht hat, damit ihr dann schon im Frühjahr darauf vorbereitet seid, falls ihr vielleicht auch so ein Podest für euren Pool haben wollt, dass ich dann wirklich von Anfang an mit euch dann das dann mit euch zusammen machen werde. Aber irgendwie waren jetzt die letzten Monate echt ein Trott drin, dass ich gar keine Zeit und Lust hätte, Videos zu schneiden. Aber jetzt habe ich wieder total Lust. Ich möchte jetzt auch zumindest einmal in der Woche mich hier auf YouTube melden. Und ich wollte den Anfang mit einem WM-Haul machen. Ich habe hier einen Wäschekorb und ich habe noch einen zweiten Wäschekorb. Und ich habe noch eine Stunde, bevor ich die Kinder aus dem Kindergarten abholen muss. Und ich möchte das jetzt endlich machen. Die Sachen stehen jetzt schon 2 Tage hier, weil ich mir das fest vorgenommen habe. Ich war schon lange nicht mehr bei DM einkaufen, dass ich so viel gekauft habe. Sonst halt immer nur das, was ich brauche, und dann bin ich wieder rausgegangen. Ja, diesmal habe ich mir ein bisschen mehr Zeit gelassen und das möchte ich euch gerne einmal zeigen. Ich habe es jetzt nicht richtig sortiert, aber so ein bisschen. Hier sind so Haushaltssachen und ja, nur Haushaltssachen. Und hier sind halt Pflegeprodukte, was zu essen und so weiter. Und wir fangen als erstes mit meinem absolut neu entdeckten Lieblingsprodukt an. Ach, das ist so komisch, jetzt wieder hier online zu sein. Und zwar sind das die Mixerprodukte, also zumindest diese Handcreme hier. Ich liebe diese Handcreme. Die hat meine Nachbarin mir empfohlen. Ihr wisst, ich habe mega trockene Hände. Ich muss Handschuhe benutzen, um zu kochen, damit die nicht so oft irgendwie mit Feuchtigkeit in Kontakt treten und ich die nicht 100 Mal waschen muss, wenn ich Fleisch angefasst habe oder irgendwas anderes. Ja, und ich muss mir die halt ganz, ganz oft eincremen. Es haben keine Cortisoncremes geholfen, keine anderen Sachen, die der Arzt mir verschrieben hat. Ja, und deswegen habe ich mich halt immer ausprobiert und habe ganz, ganz viel Geld für manche Handcremes bezahlt, die mir empfohlen wurden. Manche waren gut, manche waren nicht so gut. Und die hat meine Nachbarin mir empfohlen, weil sie auch ab und zu Probleme hat, aber eher im Winter. Und sie hat gesagt, sie kommt mit der Handcreme sehr gut klar. Das ist die Mixer-Handcreme. Die gibt es auch noch in Rot und in Orange, glaube ich. Die gibt es bei DM für 2 Euro irgendwas. Ich werde euch das wieder einblenden. Die ist mein Wundermittel überhaupt. Ich habe jetzt 3 Pakete gekauft und ich liebe die wirklich. Ich wollte jetzt auch mal die rote ausprobieren, aber die war immer ausverkauft. Direkt nach dem Ein, ich creme mich mal an, ich muss das ja eh regelmäßig machen. Also das ist einfach so eine dicke, roséfarbene Creme. Und die zieht richtig schnell ein, die fühlt sich sehr geschmeidig an. Und die riecht nicht nach nichts, aber auch nicht aufdringlich, sondern einfach so nach einer Babycreme, würde ich jetzt sagen. Sehr, sehr angenehm. Und es fühlt sich, also am Anfang ist das so, als ob es leicht kleben würde. Und dann, wenn es trocknet, fühlt sich das richtig seidig an und man merkt richtig, dass so eine Schutzschicht sich auf den Händen gebildet hat. Ich bin so zufrieden. Ich habe jetzt ein Jahr lang gesucht. Ich glaube, ein Jahr lang habe ich jetzt das Problem und ich habe endlich die Lösung gefunden. Einfach nur regelmäßig mit dieser Handcreme eincremen. Also es ist keine Kooperation oder so, das, weil ich so schwärme, sondern ich finde das so toll, dass die so günstig ist und nicht 20 Euro kostet wie die anderen Cremes, die ich immer gekauft habe. Und dass sie hilft. Und ich möchte so gerne mal die andere ausprobieren, weil hier steht für trockene, beanspruchte Hände und bei der anderen steht für sehr trockene Hände. Und eine Bekannte von meiner Freundin, mit der habe ich mich letztens mal unterhalten und sie hat gesagt, sie hat halt gegen alles eine Allergie. Sie hat eine Gummiallergie, sie hat eine Paraffinallergie und das ist ja auch, Paraffin ist ja überall irgendwo drin in Kosmetika, also nicht überall, aber in sehr vielen Kosmetikprodukten. Und sie hat gesagt, sie verträgt nur die rote. Und die wollte ich auch mal ausprobieren. Ja,
Ich liebe diese Creme. Und dann habe ich auch von dieser Marke, habe ich auch noch was geholt. Und zwar das hier. Dann habe ich die Bodycreme mitgenommen. Nur diesmal hier die rote für sehr trockene Haut. Mit 5% Urea und Panthenol. Ich dachte mir, das kann ja nicht schaden. Also ich habe so eigentlich am Körper jetzt nicht so raue, trockene Haut. Aber an meinen Beinen nach dem Rasieren, so 2 Tage danach, merke ich halt dann, wenn die Haare wieder wachsen, dann fängt es auch wieder total an zu jucken. Und ich wollte das jetzt mal ausprobieren, damit vielleicht ein bisschen entgegenzusteuern. Vielleicht juckt das dann nicht mehr ganz so. Ja, also ich bin total begeistert. Dann habe ich für die Kinder Hosen gekauft. Ich brauchte Hosen für die Kinder und in Gelb fand ich die ganz schön. Die hatten schon mal gelbe Hosen, deswegen wird Ben die auch auf jeden Fall anziehen. Ben ist da so ein, ja, der ist da sehr eigen, also der zieht nicht alles an, aber eine gelbe Jeanshose hatte er schon und deswegen glaube ich, wird er die dann auch anziehen. Die habe ich einmal für Jonas und einmal für Ben gekauft und ich fand den Preis halt auch so gut und die ist nicht so dick, aber die sieht richtig schön aus. Von Garnier habe ich jetzt mal dieses Shampoo und den Conditioner mitgenommen. Einfach mal zum Ausprobieren. Ich finde, das hat alles irgendwie total ansprechend ausgesehen. Ich konnte leider nicht dran riechen, weil ich eine Maske auf hatte und ich weiß auch nicht, ob man das jetzt noch macht. Deswegen habe ich es jetzt nicht gemacht. Oh. Oh, das riecht richtig. Hier ist irgendwas. Das riecht richtig gut. Nach Kaugummi. Nach einem fruchtigen Kaugummi riecht das. Und ich wollte unbedingt mal neue Produkte ausprobieren, weil ich momentan mit den Produkten, die ich habe, nicht so zufrieden bin. Ich habe morgen endlich mal wieder einen Friseurtermin und vielleicht haben die ja auch gute Produkte, die mir andrehen oder so. Aber ich wollte unbedingt mal was anderes ausprobieren, deswegen habe ich davon das dann einmal mitgenommen. Und dazu habe ich auch passend eine Papaya Hair Food Maske. Einfach so ein riesen Pott, wird nicht schaden, das würde ich dann auch regelmäßig drauf machen, so einmal die Woche. Oh, das riecht auch so gut. Mixtur aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und Wasser. 98%. Und 2% sind dann irgendwas Chemisches. Dann brauchten wir wieder ein paar Wattestäbchen. Da habe ich die jetzt mitgenommen. Die sind sonst immer ausverkauft, aber ich finde es halt ganz gut, dass sie nicht in so einer Plastikpackung sind. Dann hier mit Plastikpackung, das sind Abschmink-Wattestäbchen. Die finde ich ganz gut. Das dünne für den Eyelinerstrich und die dicke Seite dann, wenn man sich hier mal oben vermalt hat. Kosmetiktücher habe ich auch immer schon, seitdem ich eine eigene Wohnung habe, als Toilettenpapier ersetzt. Von Balea Med die Seife zum Nachfüllen, einmal für die unterste Toilette und einmal für oben. Für die Kinder habe ich jetzt mal dieses Duschgel mitgenommen. Also ich habe schon alles da einmal ausprobiert. Ich finde, die könnten sich mal was Neues einfallen lassen. Da sind Sticker bei. Irgendwie das so riecht. Ja, das riecht sehr fruchtig, also typisch Kinder. Auch wie so ein Fruchtkaugummi. Bonfar, das Oriental Moments Duschgel. Konnte ich ja leider auch nicht dran riechen, aber ich habe davon ein Deo und ich liebe dieses Deo. Allerdings habe ich das nicht mehr gefunden. In Schwarz. Habe ich das nicht auch in Schwarz? Ah genau, ich glaube, das ist das. Duft der schwarzen Orchidee. Und davon das Deo fand ich halt richtig gut. Und jetzt kann ich ja endlich dran riechen. Mit Blasen. Ja, das riecht wie das Deo. Nur leider habe ich das nicht mehr gefunden. Also ich habe noch ein bisschen davon. Aber ich habe es leider nicht mehr gefunden. Und dann dachte ich mir, das wird bestimmt auch ganz gut sein. Das sind Wüstenrosen und Sandelholzduft. Sandelholz mag ich eigentlich auch. Ach, das sind so parfümige Düfte, finde ich. Gerade diese orientalischen Düfte liebe ich. Ja. So eher ein bisschen männlich, muss ich sagen. Aber das gefällt mir auch. Die beiden Duschgele kann ich empfehlen, wenn man momentan ja nicht dran riechen kann. Benny war mit mir zusammen bei DM und hat sich dann das hier ausgesucht. Er durfte ein Badegedöns-Zeugs mitnehmen und hat sich das hier ausgesucht. Das machen die total gerne. Das wird hier oben abgeschnitten und dann muss man das im Wasser halten und dann sprudelt es oben so rötlich raus. Ja, das finden die toll.
Haben die 2 Minuten Freude. Dann habe ich hier wieder meinen UV-Schutz fürs Gesicht mitgenommen. Ich liebe, liebe, liebe auch diese Creme. Die ist so toll. Ihr wisst ja alle, ich hatte hier diese Pigmentstörung, diesen Luigi-Bart. Und sobald ich in die Sonne rausgehe, kommt es auch wieder. Also wenn es einmal weg ist, heißt das nicht, dass es weg bleibt. Man muss einfach gucken, dass es dann auch weiterhin geschützt ist. Ich kann mich nicht einfach so in die Sonne legen und mich sonnen oder so, weil dann kommt es sofort wieder. Und deswegen gucke ich halt, dass ich mir immer einen Sonnenschutz aufs Gesicht mache, auch jetzt im Herbst und auch im Winter, mache ich mir dann einen UV-Schutz drauf. Und ich habe das jetzt halt für mich entdeckt, schon seit ein paar Monaten. Das ist ein Fluid, so eine kleine Flasche, das ist wirklich total klein. Und dann denkt man sich für den Preis, aber ist auch sehr ergiebig. Ich komme auf jeden Fall 1,5 Monate damit aus. Man schüttelt das. Und wenn man das zu Ende geschüttelt hat, dann kann man sich wirklich nur so ein bisschen auf die Handfläche geben, verreibt das und kann damit dann sein Gesicht eincremen. Und ich habe ja dann noch diesen Sonnenschutzstick für meine Oberlippe und dann reicht das auch an Sonnenschutz. Ja, und ich finde, das fühlt sich auch richtig gut an, geschmeidig und weich. Und ich kann das einfach nur empfehlen, falls ihr auch Wert darauf legt, dass euer Gesicht vor der Sonne geschützt ist, kann ich das hier nur empfehlen. Ich habe da ja früher gar nicht so drauf geachtet, aber ja, jetzt seitdem ich dann Probleme mit meiner Haut generell im Gesicht hatte, möchte ich, dass das so bleibt, wie es jetzt ist. Und dann benutze ich die. Ja, dann habe ich auch, das habe ich auch schon mal in den letzten DM-Hauls gezeigt, meine Lieblingscreme. Das ist eine getönte Tagescreme von Balea. Und als ich die das erste Mal ausprobiert habe, war ich so begeistert, dass ich die eigentlich fast nur noch benutze. Bei mir ist die wirklich hautanpassend. Das ist ja auch wieder von Hauttyp zu Hauttyp unterschiedlich. Aber ich gebe dann immer ein paar Punkte hier aufs Gesicht, so wie man das irgendwie von den Cremes halt so kennt. Und dann verteile ich das auf mein Gesicht und ziehe das dann hier auch nochmal nach hinten. Und eventuell mit meinem Make-up-Pinsel, dass ich es da dann nochmal ein bisschen besser verteile. Weil sonst entstehen hier auch so leichte Ränder, die man dann beim Make-up auch hat. Aber ich finde, das ist wirklich hautanpassend. Das ist auch so eine kleine Flasche, mit der komme ich auch lange aus. Und dann gebe ich nochmal ein bisschen, damit es nicht so glänzt, gebe ich dann nochmal ein bisschen Puder aufs Gesicht und dann bin ich eigentlich fertig. Da ist auch nochmal ein Lichtschutzfaktor 10 mit drin. Also man braucht auch nicht so viel davon. Da reicht wirklich, weiß ich nicht, so ein kleines Häufchen, was man dann im Gesicht verteilen kann. Also bin ich auch mega zufrieden mit. Die anderen Produkte davon habe ich noch nicht ausprobiert, aber das finde ich sehr, sehr gut. Dann wie immer mein Haarspray und da variiere ich immer, damit es nicht langweilig wird, nehme ich dann ab und zu meine andere Marke, aber da habe ich jetzt auch keine Vorlieben. Und wie immer das Haargel von Balea, das kaufe ich eigentlich nur, also da variiere ich auch gar nicht. Ich hatte mal so ein Kokoshaargel, da hatte ich über so weiße Punkte auf der Haare, auf dem Kopf und damit komme ich irgendwie am besten klar. Dann von Balea, das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr mitgenommen, das ist eine, ja, Aftershave-Pflegegel. Damit kam ich immer sehr, sehr gut klar. Also es war wirklich so, dass ich dann irgendwie keine geröteten Stellen hatte nach dem Rasieren. Und ich habe das schon vor lange nicht mehr gekauft. Und deswegen wollte ich das jetzt mal wieder kaufen. Genau, ich hatte sonst immer eine Aloe Vera Creme von Amazon, habe ich die mal bestellt. Und damit kam ich eigentlich auch immer gut klar. Aber irgendwie habe ich die jetzt nicht mehr nachbestellt. Deswegen habe ich jetzt die wieder gekauft. Und auch wie immer meine geliebten Kontaktlinsen. Das sind einfach die besten für mich. Dann brauchte ich Haargummis. Die habe ich hier schon geöffnet, weil meine anderen alle kaputt sind und ich brauchte eins. Und wieder die Mascara, mit der ich auch am besten klarkomme. Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist da super und ich habe schon so viele teure Sachen ausprobiert und ich bin genauso damit zufrieden. Und diese Haarkur, die man auf die trockenen Haare sprühen kann, die hatte ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das mache ich mir morgens immer in die Haare rein, um mir die dann einfach besser kämmen zu können. Momentan sind meine Haare wirklich voll die Katastrophe. Und dann brauchte ich das wieder. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser. Ich bin gespannt. Ich bin auch echt gespannt, wie es nach dem Friseur wird. Ich hoffe, dass ich dann dieses typische nach dem Friseur-Gefühl dann habe. Ich hatte das schon so lange nicht mehr. Ich habe ja schon vor Corona immer gesagt, ich muss unbedingt wieder zum Friseur und dann kam ja Corona und dann sind sie alle wieder direkt zum Friseur gerannt, als er wieder geöffnet hat. Und jetzt dachte ich mir so, hey, jetzt ist wieder so ein bisschen Normalität bei uns, jetzt kann ich dann auch wieder zum Friseur gehen. Ich bin gespannt, vor allem wie teuer das wird. Dann das Deo, mit dem ich auch am besten zurechtkomme.
Von Balea ein Rasierschaum, da variiere ich auch immer ganz gerne, je nachdem, was die da so für eine Duftrichtung haben. Dann habe ich ein Handdesinfektionsgel gekauft, das brauche ich für meine Partys. Das ist einfach für die Partys, damit wir uns alle so ein bisschen sicherer fühlen. Wobei, wenn irgendjemand da Corona hat auf den Partys, werden wir uns mit ein bisschen Handdesinfektionsgel auch nicht schützen können, wenn die überall ihre Nase reinhalten. Aber das wenigstens so ein bisschen das Gefühl ist. Und ich mache ja auch nicht so viele Partys. Also wenn ich jetzt von Party spreche, dann meine ich nicht, dass wir so eine Party feiern oder so, sondern weil ich ja Beraterin bin und dann Partys gebe, genau. Die Zahnpasta für Leon und die Zahnpasta für Ben und Jonas. Und da nehmen wir wirklich schon immer von Elmex die Zahnpasta. Dann brauchte ich noch ein paar Wattepads. Die benutze ich für meinen Nagellack, den ich an den Füßen habe, damit ich den wieder abkriege. Und ich muss mal gucken, dass ich nicht so dunkel werde. Und für meine Augen, weil ich sehr empfindliche Augen habe. Und da kann ich meine abwaschbaren Wattepads, die man waschen kann, die kann ich nicht für meine Augen benutzen. Dann nehme ich dann immer die. Und für mein Gesicht komme ich ganz gut klar mit denen, die ich dann halt immer wieder in die Waschmaschine schmeißen kann. Leon und Dennis stehen total auf Nüsse. Und da sind jetzt nicht mehr viele drin, da sind nur noch ein paar drin. Benny liebt über alles Leberwurst. Er isst nichts anderes mehr. Ich habe alles versucht. Er hat früher alles gegessen auf seinem Brot. Der hat Marmelade gegessen, der hat Nutella gegessen, der hat Wurst gegessen, Käse hat er gegessen und jetzt seit ein paar Monaten nur noch Leberwurst. Es darf nichts anderes mehr sein. Er mag auch kein Nutella mehr, er mag keine Marmelade mehr. Es muss Leberwurst sein. Und wenn wir keine Leberwurst haben, dann isst er das nicht. Oder trocken. Aber er will da nichts drauf. Und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie es kam, aber diese Streichwurst, die wir dann immer kaufen. Und ich habe schon voll oft gesagt, nee, wir haben jetzt keine Leberwurst mehr. Du kannst jetzt auch mal Marmelade oder Käse oder so essen. Nee, immer Leberwurst. Und deswegen dachte ich mir, ich versuche es mal mit veganer Streichwurst. Weil jeden Tag, also wir frühstücken ja nicht immer Brot oder Brötchen, sondern ich mache ja auch mal Pancakes und dann isst er die auch ohne alles oder so. Oder ich mache Müsli oder sowas, das isst er auch. Oder Joghurt. Aber wenn es Brot gibt oder Brötchen, es muss Leberwurst sein. Und ich dachte mir einfach so als Alternative, nehme ich mal so eine vegane Streichwurst mit. Mal gucken, ob der das merkt. Weil wenn man dem was anderes gibt, dann sagt er immer bäh. Also so richtig so dieses, ich weiß gar nicht, woher er das hat, immer dieses bäh, mag ich nicht. Keiner redet so von uns, aber immer bäh, will ich nicht. Also so richtig abstößend, alles außer Leberwurst. Und deswegen bin ich total gespannt, wie der dann bei dieser veganen Streichwurst reagiert. Also Ben ist wirklich ein Gewohnheitstier. Auch Anziehsachen, ne, mit der gelben Hose und dann die Leberwurst. Ich bin sehr gespannt. Ich versuche es. Ich mache den Kindern immer noch die Frühstücksbrote und sowas selbst. Also das ist für andere nichts Neues, aber für mich war das was Neues, weil das bei uns immer für die Kinder im Kindergarten gab. Wir haben dafür bezahlt und die haben dann das Frühstück komplett da gekriegt und keiner war dann irgendwie eifersüchtig auf das eine Frühstück, was der hatte oder der andere und jeder konnte da gemeinschaftlich was essen. Das ist jetzt immer noch nicht so bei uns, sondern ich muss das machen und damit es nicht so langweilig wird, habe ich halt auch noch ein paar andere Sachen gekauft. Also ich packe da Brot rein, ich packe da Obst rein, ich packe da Gemüse rein, aber ich finde, da muss noch irgendwie was zum Knabbern rein und deswegen habe ich so Urkorn-Dinos mitgenommen. Ja, das finden die dann immer ganz toll und freuen sich, dass dann da sowas drin ist. Lieben Ben und Jonas immer noch total. Die snacken die halt immer so oder das packe ich dann auch mit in die Dose rein. Apfelreiswaffeln habe ich auch noch geholt. Die sind auch schon auf. Die habe ich dann heute Morgen in die Frühstücksdose reingemacht. Auch Leon isst es total gerne. Und dann wollte ich mal ausprobieren, ob die sowas mögen. Das sind Goji-Bären. Das sind so richtige Energiebären, sollen das sein. Ich wollte das mal ausprobieren und in den Joghurt geben. Dann sind die auch so ein bisschen weicher. Also ich glaube, man kann die auch so essen, oder? Goji-Bären getrocknet. Probieren Sie unsere Goji-Bären ins Müsli und Porridge, im Gebäck oder als fruchtige Note in herzhaften Gerichten. Also ich glaube, die muss man einweichen, oder? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Kinder die gerne so snacken. Aber ich werde das für den Joghurt vorsehen. Und dann brauchte ich noch Sesam zum Backen fürs Brot oder für irgendwas anderes. Cracker hier mitgenommen zum Zwischendurchsnacken oder vielleicht auch mit in die Frühstücksdose packen. Die Dinkelwaffeln habe ich auch für die Frühstücksdose gedacht. Dinkelbrezel, die esse ich auch persönlich am liebsten. Also viel lieber als die normalen Brezel. Ein paar Knabbertiere.
Also es ist immer perfekt, wenn wir irgendwo hingehen mit den Kindern, dann schnappen wir uns die Tüte und nehmen die mit. Und für die Katze auch noch was zum Knabbern. Jetzt kommen die Haushaltssachen. Zweimal Glasreiniger habe ich einmal für die unterste Etage gekauft und einmal für den Dachboden. Das benutze ich, wenn ich irgendwas beplotten möchte, also bekleben möchte. Wenn ich eine Oberfläche, ja, wenn ich da diese Aufkleber draufkleben möchte, damit die Fettschicht weggeht, sprühe ich dann immer den Spiritus-Glasreiniger von Frosch drauf, trockne das mit Zewa ab und dann kann ich dann den Aufkleber draufkleben und das hält dann bombenfest und geht nicht immer wieder ab. Das ist wirklich sehr gut. Die C-Steine für die unterste Toilette und für oben sind die neuen. Es riecht einfach nach Parfüm und man riecht es schon vom Weiten. Ziel, das Fleckenspray, das finde ich richtig gut. Das ist so ein Schaumspray, also so Aktivschaum. Das sprüht man dann auf den Fleck drauf, lässt es kurz einwirken und dann kann man das direkt in die Spülmaschine geben. Also ich bin damit sehr, sehr zufrieden und ich kaufe das halt immer wieder nach, schon, weiß ich nicht, seitdem mir das empfohlen wurde von einer Abonnentin, kaufe ich das halt immer wieder nach. Dann brauchten wir wieder ganz dringend Pflaster. Ohne Pflaster geht hier gar nichts. Heute Morgen fing es nämlich schon an. Es wurde nach Pflaster geschrieben, weil Leon hatte einen Verband auf seiner Wunde. Dennis hat vergessen, da was drauf zu machen. Der hat nur diesen puren Verband drauf gemacht. Und dieser Verband hat auf dieser Wunde geklebt und das war ein Desaster. Das hat 20 Minuten gedauert, bis wir diesen Verband abgekriegt haben von der Wunde. Und dann war natürlich das Geschrei groß und dann schrie er nur, er will ein Pflaster haben. Und ich hatte halt nur diese Erwachsenenpflaster und auch nicht mehr so viel. Aber nein, es muss ein Kinderpflaster sein. Ich habe alles abgesucht. Ich habe dann noch einen so ein Kinderpflaster gefunden. Der war aber viel zu klein eigentlich für die Wunde. Jetzt habe ich wieder Ich habe mir einmal so ein Kinderpflaster geholt und das finde ich halt gut, dass man das so zurechtschneiden kann. Und dann ein Erwachsenenpflaster, das habe ich nämlich dann vor ein paar Tagen gesucht, weil ich mich geschnitten habe, musste ich mit einem Kinderpflaster rumrennen. Und jetzt haben wir dann auch wieder Erwachsenenpflaster, also es darf eigentlich nicht ausgehen. Ich habe mehrere Stellen, wo ich die immer habe. Ich glaube, ich brauche noch mehr direkt für jede Etage ein. Und diese Pflaster haben wir immer hier in der Schublade dann direkt griffbereit. Da sind dann halt so kleine Zuschnitte. Und mir fällt gerade ein, ich hätte die nochmal kaufen müssen, weil wir haben auch noch so ein Reise-Erste-Hilfe-Set. So ein ganz kleines. Da habe ich auch so ein Wundspray drin, da habe ich einen Verband drin, da habe ich eine Splitterpinzette drin und eigentlich auch Pflaster. Und ich glaube, da sind noch zwei Pflaster in Form von einem Käfer, der aber auch nur so klein ist. Dann habe ich ja gerade gesagt, dass ich zum Kochen immer Handschuhe brauche. Ja, und ich komme am besten damit klar, wenn ich die dünnen habe. Ich habe auch die dicken, also diese Mehrweghandschuhe, die man zum Spülen nehmen kann. Oder halt zum Putzen, die habe ich auch, wenn ich spüle, wenn ich weiß, ich spüle jetzt nur und mache die Küche sauber, dann benutze ich die. Aber wenn ich koche, benutze ich die am liebsten. Oder wenn ich den kompletten Haushalt mache, benutze ich die am liebsten. Weil dann habe ich auch immer diesen nassen Lappen, den ich einfach mit Wasser ausgewaschen habe. Dann renne ich ja immer die ganze Zeit mit dem nassen Lappen rum. Und das alleine schon ist doof, tödlich für meine Haut. Die darf einfach nicht so oft mit Wasser in Berührung kommen. Ich wasche mich ganz normal, ich wasche die Kinder ganz normal und das ist anscheinend schon zu viel. Und dann muss ich gucken, dass ich zumindest in den Alltagssituationen, wo meine Hände sonst noch mit Wasser in Kontakt kommen, dass ich das vermeide. Und ich komme damit einfach am besten klar, also mit Handschuhen, also nicht mit diesen, die finde ich nicht so gut. Die sind, ja, besser als nichts, aber die von unserem Baumarkt, die finde ich, die fühlen sich einfach am besten an. Ja, weil ganz viele schreiben mir, die denken, ich find's eklig, irgendwie mein Essen anzufassen oder so. Nein, ich mache das wirklich nur, weil ich sonst wieder ganz, ganz schmerzende und kaputte Hände habe. Momentan sehen die gut aus und ich kann euch die wieder zeigen. Aber die sahen so schlimm aus hier überall, wo diese Rillen sind. Da sind die eingerissen, die waren blutig. Ich habe das mal ein bisschen schleifen lassen mit den Handschuhen, weil ich mir dachte, hey, die sind wieder total gut. Ich habe ja jetzt diese Supercreme, ich brauche das nicht mehr machen. Und dann habe ich schleifen lassen und dann auf meiner letzten Party, die ich gegeben habe, wo ich ja auch Sachen präsentiere und immer wieder hinhalte, mir war das so peinlich, dass ich gesagt habe, oh Leute, es tut mir leid, aber ich kann da nichts für. Ich hatte hier alles, ich habe dann auch so schon richtige Pickel gekriegt vom Kratzen und alles offen gehabt. Das ist so eklig und ja, jetzt sind die wieder gut. Zwei Wochen später und ich muss einfach Handschuhe anziehen. Also, dass ich das nochmal erkläre. Es gibt ganz viele Leute, die das haben. Ja, und wie gesagt, diese Handcreme ist Bombe und dann, wie gesagt, auch in Alltagssituationen Handschuhe benutzen. Dann brauchte ich wieder ein paar Allzwecktücher. Die benutze ich halt immer zum Spülen oder halt für den Haushalt. Wenn die ganz neu sind, nehme ich die zum Spülen und wenn ich die gewaschen habe, dann nehme ich die zum Putzen fürs Haus.
Aber zum Spülen benutze ich immer komplett neue, die wasche ich nicht. Dann brauchte ich auch wieder Schmutzradierer und das sind auch so voll die Around-Talente, die benutze ich auch für alles. Ab und zu benutze ich die auch für die Hochglanzfronten, damit bekomme ich die immer sauber, habe ich ja schon gesagt, dass ich die dann feucht mache und dann die Hochglanzfronten damit putze. Oder die Tapete habe ich letztens damit sauber gemacht. Oder ja, die Kinder haben nämlich die Tapete angemalt unterm Tisch. Wir haben uns schon gewundert, wo die sind, was die machen. Und dann haben wir noch, ah, oh, versteckt ihr euch? Und oh, wie süß. Und am nächsten Tag habe ich gesehen, haben die alles angemalt. Und damit habe ich das dann wegbekommen. Für ganz hartnäckige Kalkflecken kann ich die Edelstahlpads empfehlen, also auf Armaturen. Wenn ihr Armaturen habt, wo ihr da wirklich mit hartnäckigen Sachen drangehen könnt, kann ich euch diese, wie heißen die, Edelstahlpads empfehlen. Wir haben ja diese Wasserhähne und die sind sehr schwer, also die sind sehr schnell verkalkt und auch schwer zu reinigen. Und ich sprühe die immer vor und manchmal reicht das, aber manchmal nicht. Dann nehme ich diese Edelstahlpads. Dann diese Geschirrreiniger, die benutze ich nur für irgendwas Angebranntem an den Töpfen. Backpapierzuschnitte brauchte ich auch wieder. Und denkt mit den Geschirrreiniger, damit komme ich auch super klar. Ich habe vorher immer Marken gekauft und immer verschiedene Sachen ausprobiert. Oder dann halt auch davon diese Tabletten, die sich dann auch komplett selbst auflösen, damit man die nicht immer ja, wieder aufmachen muss. Allerdings finde ich, damit komme ich am besten klar. Ich packe mir das direkt in so eine Schüssel rein mit Deckel drauf und habe in dieser Schüssel habe ich dann noch so einen Portionierlöffel und gebe dann immer 2 Löffel dann davon in die Geschirrspülmaschine und mein Geschirr wird immer sauber. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche Flecken oder so und ich komme damit super klar. Das war es jetzt auch, das war jetzt gar nicht so viel Neues, aber ich wollte mich einfach mal wieder melden und ich habe auch total Bock, wieder mit euch ins Gespräch zu kommen. Also zumindest, dass ich euch voll quatsche und ihr dann dazu eure Kommentare abgeben könnt. Ich hatte jetzt wirklich einfach nur irgendwie eine Blockade irgendwie. Also es ist ja bei vielen Influencern, dass sie dann sagen, ich mache jetzt erstmal Urlaub, Pause oder so. Das war gar nicht geplant irgendwie. Ich habe mich ja vorher noch gemeldet, nur das war eine Katastrophe, das werde ich euch noch erzählen. Die Kinder haben die ganze Zeit dazwischen gespielt, gequatscht, als ich euch was erzählt habe. Ich habe das gar nicht gemerkt und dann schneide ich das und dann habe ich mir gedacht, was ist das denn? Das hat sich voll schlimm angehört. Ich quatsche und möchte euch was Wichtiges erzählen in dem Vlog und im Hintergrund ist es so laut, dass selbst ich schon gedacht habe, oh mein Gott, das kannst du nicht hochladen. Deswegen habe ich diesen ganzen Vlog gelöscht und dann hatte ich irgendwie eine Blockade und habe mir gedacht, nee, irgendwie haben wir dann so im Alltag gelebt und ich war immer froh, dass ich alles so geschafft habe, wie es so sein muss. Und irgendwie habe ich dann immer vergessen, mich bei euch zu melden. Es tut mir total leid. Und ja, ich gucke, dass ich jetzt auf jeden Fall geregelter wieder etwas hochladen kann, dass ich euch wieder an dem Alltag teilnehmen kann. Im Sommer ist das eh immer schwierig. Wir sind halt die ganze Zeit dann immer unterwegs gewesen, wobei wir dieses Jahr jetzt nicht so oft unterwegs waren. Aber da sind immer so viele andere Leute dann dabei oder wir haben hier Besuch gehabt und die sind dann alle in Badeklamotten rumgerannt. Dann war es ja jetzt wieder kälter, aber die Kinder waren krank und also es kam wirklich immer irgendwie was dazwischen. Und dann waren die sehr, sehr, sehr schlecht drauf. Wobei Ben hat wieder richtig gute Laune, nur Jonas hat gerade so, irgendwas ist in der Luft. Ja, und dann war ich immer so froh, dass ich das Normale geschafft habe. Ich wünsche euch jetzt erstmal bis dahin einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!